Sehr gut, also dann können wir eigentlich loslegen. Okay. Haris, zuerst mal, wie gross ist die Vorfreude? Jetzt, wir haben eine gute News bekommen. Nach wochenlangem Stillstand darf er endlich wieder loslegen. Ja, ich denke, die Vorfreude sind sicher riesig bei jedem. Ich denke, wir sind seit, ich glaube, das ist unsere dritte Woche. Sind wir am Trainieren. Und halt ohne halt Freundschaftsspiel, ohne nichts. Wir spielen halt gegeneinander, so 11 gegen 11 halt, ab und zu. Aber ich denke mal, es wird ein bisschen komisch sein, aber Hauptsache die Liga fährt wieder an und wir können sie beenden. Hat es so Phasen gegeben, wo du in ein Loch gehabt bist, oder? Weil es ist ja völlig ungewöhnlich. Also ich meine, normalerweise würde jetzt ein anderer Höhepunkt vor der Tür stehen, würdest du wahrscheinlich jetzt auf die Europameisterschaft vorbereiten. Ja, ja. Und dann plötzlich kommt ein Virus, das alles lahmlegt. Ich habe es gesagt, ich meine, jetzt sind 13 Wochen lang ohne Match gewesen. Kommt man da irgendwo zwischen denen ins Zweifel und denkt, geht es überhaupt noch mal weiter? Ja, ich denke, am Anfang war es sicher mal eine ungewohnte Sache, die Heimat zu bleiben und sozusagen nichts machen. Ich habe von denen, ich weiß nicht genau, wie lange wir die Heim waren, sicher 2,5 Monate oder so, habe ich die ersten 2 Wochen, 3 Mal in der Woche müssen noch in Therapie gehen, wegen meiner Wade noch fertig therapieren und damit ich halt von die Eier aus trainieren kann. Und dann, ja, es hat sich halt eine Zeit lang mega angefühlt, so, ja, sind wir schon mega lang daheim, fährt es wieder an. Man stellt sich halt die Frage oder man redet mit den Leuten und sagt mir, ja, was denkst du, fahren wir wieder an oder beenden wir? Dann hat auf einmal die belgische Liga beendet, dann die französische und dann ist halt die Frage, ob wir es weitermachen und so. Und ja, wo die Nachricht kam, dass wir weitermachen, ist sicher die Vorfreude gekommen, aber ja. Seit ich in der Nazi bin, bin ich noch nie so lange daheim geblieben und habe nichts zu tun gehabt. Es war halt einfach eine komische Zeit und eine neue Erfahrung. Du sprichst es an, viel daheim, dann hast du noch ein bisschen therapieren müssen. Verliert man da als Spitzensportler die Spannung? Weil du hast es gesagt, das hast du noch nie gehabt. Du bist, seit du professionell Fußball spielst, bist du jedes Wochenende auf dem Platz, außer es ist gerade Sommerpause, aber eben, es ist ein ganzes Jahr Sport geworden. Wie gehst du mit dem um? Also weißt du, irgendwann, eben hast du gesagt, hast immer deine Nächsten um dich kommen, das ist ja etwas Wunderbares und Schönes, kannst deine Tochter geniessen, aber irgendwo verlierst du dann die Spannung. Wie fühlt sich das etwas an dann? Ja, das einzige Positive, was ich sehe, ist, ich konnte mit meiner Frau Zeit verbringen und mit meiner Tochter. Ich habe sie jeden Tag gesehen. Und ja, die Spannung, ich denke, am Anfang ist sie noch da gewesen. Und nachher, umso länger es gegangen ist, umso lockerer bin ich geworden. Ich habe zwar trainiert, bin gut joggen da, habe meine Aufgaben gemacht, halt für also körperlich, Stabi und so, halt, mit ein paar Geräten. Und ja, es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn man im Trainingscamp ist schon trainiert und es 4 gegen 4 macht oder Passübungen macht, weil es ist halt nicht das Gleiche. Die Spannung ist nicht da, du weißt, du hast kein Spiel, du hast nichts. Du probierst dich einfach ein bisschen fit zu behalten. Und so viel, wie auch du machst, von zu Hause aus, Kraft oder Joggen gehen, das Kondition falsch, das ist, ich kann es mit nichts vergleichen, wie wenn du trainierst oder alle 4 Tage oder jedes Wochenende spielst. Und von dem her ist es halt schwer gewesen, jetzt wieder ein bisschen reinzukommen. Und man hat halt ein bisschen Zeit gebraucht und dann musst du mit der Maske umeinander laufen, du hast halt keine Hände mehr, musst immer die Hände desinfizieren und ja. Es ist halt eine neue Erfahrung, es hat alles ein bisschen lahmgelegt und eigentlich schade, jetzt wären wir halt irgendwo anders normalerweise. Aber man muss halt die Lage so akzeptieren, wie sie ist. Jetzt nehme ich an, du hast wahrscheinlich auch mal auf Deutschland rübergeschaut, noch, oder? Die Bundesliga war die erste Liga, die wieder angefangen hat. Hat man das jetzt so als ehemaliger Bundesligaspieler noch ein bisschen genauer verfolgt oder hast du überhaupt angeschaut? Weil es sind Wortmeldungen gekommen, um die halbe Welt haben sie geschaut. Wie ist jetzt das? Wie gehen die mit dem um? Hast du auch mal mit dem Kontakt gehabt? Das ist ja eben sehr speziell. Man ist lang weg, kann nicht richtig trainieren und dann geht es plötzlich los. Und dann ist es sofort wieder Ernstkampf und es geht um etwas. Ja, ich denke, in Deutschland haben sie, ich habe mit Brelle mal ein bisschen Kontakt gehabt und mit dem Mijat Kacinovic von Frankfurt. Sie haben, glaube ich, 5 oder 6 Wochen trainiert, glaube ich. Ich denke, das ist eine sehr lange Zeit, um sich vorzubereiten, aber halt ohne Trainingsspiel, wie gesagt.
Und das ist halt, also meiner Meinung nach ein bisschen das Komische gewesen, halt. Das Training habe ich wieder aufgenommen und dann halt ohne Trainingsspiel in die Saison gestartet, weil du hast dann Abläufe musst du wieder neu lernen, nach so vielen Wochen kein Spiel gemacht haben. Das Spielsystem und ja, ist halt ein bisschen anders, aber ich denke, Deutschland hat es vorgemacht, ich denke, sie machen es gut und ja. Was halt komisch ist, wenn du ein Goal machst und darfst nicht feiern, darfst nicht in der Nähe sein. Die Stadien sind leer, es ist ein bisschen, sagen wir, es ist ein bisschen nicht so schön zum Schauen. Aber ich schaue sie natürlich, ich habe jetzt fast alle Spiele geschaut, die gesehen sind. Heute sind ja wieder Spiele und die werde ich auch wieder schauen, wenn ich sie kann. Wenn die ein bisschen Ruhe geht. Und ja, ich denke, es ist schön anzuschauen, dass wir wieder angefangen haben, aber ohne Fans ist irgendwie ja, so wie die Stimmung ist, wie ein Trainingsspiel. Hast du die Zeit auch noch ein bisschen genützt und bist noch kreativ geworden und hast, glaube ich, dich beteiligt an einem Projekt, gell? Musst mich aufdatieren. Ihr habt Laptops oder habt eine Schule ausgerüstet, glaube ich, oder? Wie bist du auf die Idee gekommen, wird man kreativ und solidarisch, wenn man dann mal in so einer Situation steckt? Ja, nein, ich denke, meine Frau schaut halt jetzt sehr viel mit so Kindern und so, was alles so ein bisschen abgeht, wegen Infekt und alles. Und dann haben wir eine Seite gefunden, halt da, dass wegen den Schulen, dass viele da halt Schulmaterial bekommen über E-Mail oder Handy. Und das kann halt nicht jeder aufmachen. Und nicht jeder hat ein iPad oder ein Laptop. Und ja, da haben wir halt gesagt, komm, wir kaufen mal ein paar. Dann sind wir halt mal schnell hier in einen Computer laden und haben gefragt, ob wir ein paar Laptops können haben. Meine Frau ist reingegangen, weil ich bin mit ein bisschen im Auto gewesen und dann haben sie leider nur 10 gehabt, weil dann hat es keine Laptops mehr gehabt, dann haben wir halt 10 gekauft. Meine Frau hat dann Kontakt aufgenommen mit denen, mit dieser Seite und dann haben sie gesagt, ja, sagen Sie, wenn ihr Zeit habt und wenn ihr könnt, können wir es holen. Dies, das. Aber natürlich habe ich zuerst mit der Benfica abgeklärt, damit sie nicht halt ins Haus hineinkommen, sondern vor dem Haus, dass wir das alles machen. Und ja, wir werden halt ein bisschen kreativ, man lernt auch andere Sachen zu schätzen. Ich denke, in dieser Zeit, wie gesagt, sind wir viel die Eigen, haben wir viel umeinander geschaut, haben ein paar Sachen können machen und ja. Es ist auch schön, anderen Leuten zu helfen. Ist das generell etwas, wo du das Gefühl hast, es wird etwas hängen bleiben, oder? Dass man die Leute ein bisschen zusammenrücken, auch wenn man muss Distanz haben voneinander, ist klar, aber man hilft sich. Man geht vielleicht ein bisschen mit anderen Augen durch die Welt durch als voran. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, viele Leute haben jetzt auch gesehen, dass nicht nur Geld und Reichtum halt alles ist. Ich denke, viele Leute haben in dieser Zeit kein Essen gehabt, kein Wasser, weiss was ich auch, was immer. Aber wie gesagt, Kinder nicht können lernen, zum Stoff nachholen. Und ja, also, wenn man etwas zurückgibt, dann haben sie wenigstens ein bisschen Freude daran. Uns geht es ja gut, wir haben ja alles, was wir brauchen. Benfica hat uns aufgepasst, zum Beispiel, wir haben auch die erste Woche nicht dürfen, also nirgends raus, außer du hast einen Hund, hast du ein bisschen spazieren dürfen hier im Wald. Sie haben uns Essen gebracht und wenn wir halt etwas für unsere Tochter gebraucht haben, haben wir halt Benfica Bescheid gegeben, wir brauchen das und das. Dann sind sie für uns einkaufen und haben uns gebracht. Und von dem her, wenn wir etwas ein bisschen zurückgeben, ich denke, es wird niemandem mehr so einen grossen Schaden machen. Gehen wir nochmal zurück zum Sport. Vorhin hast du es kurz angedeutet. Ist für dich eine komplizierte Saison. Hast irgendwie gut angefangen. Dann kommt die Nazi. Gehst du hin, hast gedacht, es geht um das Ticket sichern, verletzt dich, kommst zurück auf Lissabon. Der Doktor ist ja dann umeinander, oder? Es ist relativ lang gegangen. Und andere starten in dieser Zeit durch. Wie nimmst du die Saison bis jetzt wahr für dich? Du hast letzte Saison überragend, hast du mir schon gesagt, oder? Also besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Hast die Mannschaft zum Titel geschossen. Dieses Jahr musst du wieder herzbrot Brot essen, kannst gar nicht einmal etwas dafür, eben verletzt dich. Wie ist die Saison bis jetzt für dich verlaufen? Inklusive jetzt das ganze Ja, Corona-Problem. sagen wir so lala. Natürlich, am Anfang habe ich gespielt, habe ich ein paar Goals gemacht. Nachher haben wir nicht nur ich, auch das ganze Team nicht so gut gespielt, aber trotzdem irgendwie noch gewonnen. Und dann habe ich mich aber verletzt. Und ja, und das ist halt da, wenn
Konkurrenz hast und Spieler da sind und wenn sie dann die Chance bekommen und er hat sie genützt. Und er hat es cool gemacht und ja, so ist es halt im Fußball. Man muss sich immer wieder zurückkämpfen. Ich bin da, ich bin bereit für meine Chance, wenn ich sie bekomme, zu nutzen. Und ich denke, die Saison ist so lala, sagen wir mal. Aber ja, wie schon gesagt, die letzte war sehr gut gewesen. Dann ist halt die Saison halt, habe ich halt zweimal Verletzungspech gehabt. Ich denke, erst einmal hat mir der Arzt gesagt, ja, 5 bis 6 Wochen. Das war schon für mich zu lang gewesen. Dann habe ich halt geschaut, dass ich noch 3 Wochen fit bin. Und eigentlich war es gut gewesen, aber im Nachhinein, wenn ich jetzt so noch zurückdenke, hätte ich mir die 5-6 Wochen halt Zeit nehmen sollen, weil dann 1, 2 Monate später, als ich wieder in die Nazi bin, ist es wieder passiert. Oder da halt, also da im Benfica meine ich, ist es halt wieder passiert, habe ich wieder einen Stich gespürt und habe gedacht, ja, es ist vielleicht nur eine Verhärtung. Und dann haben wir halt wieder, scannt und alles und dann gesehen, es ist wieder ein Riss. Also es sind 2 Risse gesehen, genau am gleichen Ort und ein bisschen weiter oben. Und ich glaube, an dem, dass ich halt zu früh angefangen habe, nicht habe so viel Spiel verpassen, damit ich da bin. Und ja, somit habe ich da sehr viel mit der Verletzung zu kämpfen gehabt, mit der Wade. Und ja, und in der Corona-Zeit hat es mir halt geholfen, dass es sich richtig verheilt. Weil ich war schon dann 2, 3 Wochen weg gewesen, bevor Corona kam. Und dann halt nochmal 2 in der Corona-Zeit. Und dann habe ich angefangen halt zu joggen und ein paar Sachen zu machen. Und ja, ich denke, in der Corona-Zeit konnte ich mich auch ein bisschen regenerieren. Und jetzt bin ich da, jetzt bin ich gut am Trainieren, ich fühle mich fit und ja, sehen wir dann, was jetzt passiert. Ich denke, ich bin da parat und sehen wir dann jetzt die nächsten 10 Matches. Da gibt es ein Mittel, das ist immer wahnsinnig gut. Jetzt probieren wir mal schnell, ob das funktioniert. Und João Félix vai buscar o jogo ao corredor esquerdo. Samaris, der para Seferovic, lá fora do jogo, pode marcar. Atirou, está lá dentro, gol! Wenn man 13 Wochen nichts machen kann, dann haben wir ja ab und zu mal Zeit, um ein bisschen zurückzuschauen, weil du hast vorhin gesagt, normalerweise hast du ja nie Zeit. Dann geht es ja Schlag auf Schlag, oder? Und ja. Die Momente, rufst du ab und zu wieder mal ab, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich denke, so Bilder tun dir halt gut. Wieder für Selbstvertrauen, denn ich weiß genau, was ich habe. Und von dem her, ich bin überzeugt von mir und von dem her, wie schon gesagt, das war halt ein bisschen Verletzungspech gewesen. Aber das passiert halt und natürlich tun so Bilder gut, wenn man die einzelnen Aktionen sieht, wie ich Goals mache, wie ich gespielt habe, kommen halt wieder ein bisschen die Motivationen und damit man noch mehr kämpft. Und ich denke, für jeden Spieler ist das ein paar alte, gute Szenen gewesen. Jetzt geht es in die Schlussphase, oder? Also die Schlussphase ist ein grosses Wort, noch 10 Spiele. Hauchdünn an der Spitze. Sind ein bisschen Einbruch vor dem Unterbruch. Und dort die Leaderposition verspielt, ein Punkt. Mit was gehen wir jetzt in die letzten Wochen rein? Oder? Also ich meine, ihr wisst, die haben das drauf. Und es war jetzt eine lange Pause gewesen. Es fängt irgendwie wie nochmal neu an, oder? Ja, sozusagen ist es wie ein Neustart für jeden von uns und auch für jedes Team. Ich denke, uns gibt es nur ein Ziel. Wir wollen Meister werden. Zwar sind wir ein Punkt hinten drin, aber für uns gibt es jetzt keinen anderen Weg, sondern wir müssen jetzt alle diese Spiele gewinnen. Und ja, hoffen, dass Porto ja, Punkte verliert und dass wir dort oben dabei sind und dass wir uns einfach zusammenreißen. Jetzt für die letzten 10 Spiele und einfach jedem Spiel die 3 Punkte holen. Und dann seht ihr euch, glaube ich, noch einmal, oder? Ganz am Schluss seht ihr euch noch mal, was um die Trophäe geht. Ja, im Cup-Final. Das ist, das, wie schon gesagt, das Spiel müssen wir gewinnen und dann das Pokalspiel ist es Muss da. Wir werden uns aus alte Liga ist es Muss. Wir geben natürlich das Beste für uns und ja, wir schauen dann am Ende und wird abgerechnet und sehen wir dann. Was wünschst du dir für den Rest
Von dem Jahr, von dem verrückten Jahr, weil es ist das letzte Mal, wo wir miteinander geredet haben, ist es auch ein verrücktes Jahr gewesen, ein positives. Jetzt ist es wieder ein verrücktes Jahr, das hat niemand vorausgesehen. Was wünschst du für die restlichen Monate? Ja, nicht einfach, dass wir alle gesund bleiben, dass alle halt wieder zurück ins normale Leben können. Weil ich denke, wenn du lang daheim bist, dann ist es auch irgendwann mal langweilig und ja. Ich halt auch mal raus wieder. Meine Frau ist auch 24 Stunden mit dem Kind und das ist auch nicht einfach. Ich habe jetzt wenigstens noch halt ins Training gehen, da bin ich halt 4-5 Stunden mal weg. Und natürlich wünsche ich mir einfach, dass das alte Leben wieder zurückkommt, dass alles in die Normalität kommt und einfach Gesundheit. Und ja, der Rest wird auf jeden Fall wieder gut kommen.